Wie man sieht, ist da auf dem Tank so ein kleiner Steinschlag. Also der Tank, der hat noch mehrere so kleine. Und da ich jetzt eh gerade noch ein bisschen Restklarlack angerührt habe, der jetzt schon so langsam am Andicken ist, werden wir noch schnell diese Macken mal wegmachen. Also man kann das normalerweise, müsste man es aufschleifen und füllern und dann den Tank frisch lackieren. Allerdings zeigen wir jetzt einfach mal, wie man das auch relativ einfach machen kann, so dass es fast gar nicht mehr zu sehen ist. Also wenn man so Marken hat, erstmal mit Silikonentferner irgendwelche Wachsreste entfernen und weg. So, jetzt haben wir das mal richtig sauber gemacht. Jetzt lassen wir das gut abdunsten. So, an der Stelle haben wir einen Kratzer im Klarlack. Also das hatte ich jetzt vorher mal poliert, aber jetzt habe ich es, es war da kaum zu sehen, aber halt wie gesagt eine leichte Vertiefung im Klarlack. Und das habe ich jetzt nochmal mit Silikonferner gereinigt. Und jetzt lassen wir da gleich mal ein bisschen Klarlack reinlaufen, dass die Vertiefung aufgefüllt ist und tun das nach dem Trocknen dann praktisch schleifen und polieren. So, ich habe jetzt so einen praktischen Klarlack und gleich einen Pinsel wieder. Natürlich vorher sauber gemacht. Jetzt lasse ich einfach ganz vorsichtig ein bisschen Lack auf den Kratzer auflaufen. So, das kann ruhig schön hochstehen. Umso leichter lässt sich es nämlich nachher dann polieren. So. Ja, da noch ein bisschen. So. So, und jetzt ist der erstmal gefüllt. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Also wenn der Lack schon kurz vorm Anziehen ist, also dass er schon leicht anfängt zu gelieren, dann ist er am besten zu verwenden, weil dann kann man auch mal an senkrechten Flächen ein bisschen vorsichtig tupfen, ohne dass der Lack abläuft. Ansonsten wäre er zu dünn, wenn man den mit dem Pinsel aufträgt, dann würde der ablaufen an senkrechten Flächen. Das Einfachste ist, man lässt den dann einfach über Nacht stehen. Dann kann er in Ruhe durchtrocknen. Also so 10 Stunden, 12 Stunden sind eigentlich ideal, dann ist er gut durchgehärtet. So, der Lack ist jetzt gut durchgehärtet. Jetzt nehmen wir so ein kleines Klötzchen oder man kann auch so ein Gummiklötzchen nehmen. Und 2000er Schleifpapier und ein bisschen sauberes Wasser. Und jetzt schleifen wir das erstmal eben. Das tun wir immer wieder zwischendurch mal mit dem Zewa abputzen. Schauen. Immer wieder frisches Wasser dazu. Also Voraussetzung ist immer, dass auf dem Objekt genug Klarlack vorhanden ist, weil man ja auch die Umgebung ein bisschen mitschleift, zwangsläufig, damit man da nicht durchschleift. Jetzt sieht man schon, es ist schon recht glatt. Und wieder abputzen, weil wenn man es trocken putzt, dann sieht man das ganz gut, ob noch, ob das erhaben ist, weil dann glänzt es im Umfeld so leicht. Weil die erhabene Stelle, die wird dann matt. Und wenn man noch nicht weit genug runter ist, dann hat man immer noch so einen leicht glänzenden Kranz drumherum. Kann man das ganz gut sehen. Jetzt haben wir das. Ja, nur noch, also vorne ist gut, hier hinten noch beim Blau. Ganz vorsichtig noch ein bisschen. Das müsste aber auch gleich gut sein.
So, das war jetzt mit dem 2000er Papier. Jetzt gehe ich nochmal mit dem 3000er, kurz ein bisschen nach. Von Hand. Das ist, dann lässt sich es einfach leichter polieren. So. Jawohl, jetzt sieht so schon ganz gut aus. So, jetzt haben wir das auspoliert. Also es ist nur noch ganz minimal erkennbar. Auf jeden Fall ist es vorher, also besser wie vorher, dieser tiefe Kratzer da drin. Also man muss da wirklich schon zweimal hingucken, damit es auffällt.